Es ist an der Zeit, ein Stückchen Hardware zu rehabilitieren, welches ich in Folge 6, die ja nun auch schon ein paar Gründonnerstage alt ist, als Schrott bezeichnet habe. Es geht um die Commodore A590 Festplattenerweiterung nebst FastRAM für den Amiga 500. Woher mein Sinneswandel stammt, seht ihr jetzt. Hier ist der Chips 63, Freispruch für den A590. ...1989 erschienen, ist der A590 HD Plus der Standard-Festplatten-Controller von Commodore für den Amiga 500. Er kann mit einer XT- und oder SCSI-Festplatte bestückt werden, sowie mit maximal 2 MB FastRAM. Dieser Arbeitsspeicher kann in 512 KB, 1 und 2 MB Stufen eingebaut bzw. mittels Jumper aktiviert werden. Zum Betrieb des A590 ist ein separates Netzteil notwendig. Das Original A590 Netzteil habe ich selbst nie in freier Wildbahn gesehen. Dieses Foto hier zeigt es, dankenswerterweise tut es aber auch ein CD32 Netzteil. Ab Werk erhielt man entweder eine 20 MB fassende XT Festplatte vom Typ Western Digital 93028XA oder eine gleich große SCSI-Platte Seagate ST325N. Vorne finden wir übrigens Fred und Wilma. Ja, so heißen die Power- und Plattenaktivitätsanzeige-LEDs, die es entweder in Grün und Gelb oder Rot und Grün gibt. Der Anschluss ist simpel. Einfach an den seitlichen Erweiterungsport des A500 anschließen. Die mitgelieferte A590 Setup-Diskette beinhaltet alle Tools, welche man zum Einrichten, also Partitionieren und Formatieren einer Festplatte braucht. Die zusätzliche A590 RAM-Test-Diskette bringt das, was der Name vermuten lässt, ein recht nützliches Programm, welches das installierte FastRAM überprüft und die Detektion von eventuell defekten RAM-Bausteinen erleichtert. Am Heck finden wir noch, neben dem Netzanschluss, die Möglichkeit, um externe SCSI-Geräte anschließen zu können. Mit den DIP-Switches lassen sich Parity ein- und ausschalten, die Wartezeit beim Booten für sehr langsame Festplatten erweitern und Autoboot ein- und ausschalten. Was hat mich also hier nun damals dazu bewegt, dieses an und für sich schnieke Teilchen als Schrott zu bezeichnen? Nun, ich habe zwei wichtige Aspekte außer Acht gelassen. Zum einen die Zeit des Erscheinens und zum anderen die Kompatibilität. Zunächst aber etwas, was ich noch einmal unterstreichen möchte. Auch wenn er mit seinen 40 Polen aussehen mag wie ein normaler IDE-Anschluss, nein, dies hier ist ein XT-Festplattenanschluss und damit absolut untauglich für normale IDE-Festplatten oder gar Flash-Speicher. Diese XT-Festplatten waren damals, zu Zeiten der billigen XT-PC-Schwämme, nur kurz auf dem Markt. Sie verschwinden mehr und mehr und neue Replacements dafür gibt es, zumindest meines Wissens nach, schlichtweg nicht. Also diesen Anschluss hier können wir schon mal absolut vergessen. Im Zeitraum der YesterChips Folge 6 war mein absoluter Lieblingsfestplattencontroller am Amiga 500 der Alpha Power Plus von Alpha Data. Schlagendes Argument? Der IDE-Bus, diesmal ein richtiger. Hier kann man ganz wunderbar einen günstigen IDE auf Compact Flash Adapter einsetzen und damit eine Compact Flash Karte zur Festplatte machen. Datenaustausch ist damit dank Compact Flash USB Kartenleser am modernen PC und WinUAE absolut unkompliziert. Da der A590 neben dem untauglichen XT-Interface nur noch über einen SCSI-Anschluss verfügt, behielt bei mir der Alpha Power Plus seine Vormachtstellung, eben wegen dem einfachen Datenaustausch mit dem PC.
Tja, und wenn wir schon am Vergleichen sind, dann greifen wir auch gleich noch das Fastra mit auf. Relativ einfache Geschichte, A590 kann maximal 2 MB liefern, der Alpha bringt bis zu 8 MB, was dem Maximum an Fastram entspricht, mit dem der 68.000er Prozessor des Amiga 500 standardmäßig umgehen kann. 8 sind mehr als 2, simples US-amerikanisches Vergleichssystem, mehr ist besser als weniger. Zumal man im Alpha den Arbeitsspeicher mittels komfortabler SIM-Module installieren kann, statt beim A590 mit bis zu 16 fummeligen DIP-Käfern hantieren zu müssen. Außerdem ist die externe Stromversorgung beim Alpha optional und kann weggelassen werden. Der A590 hingegen läuft ohne überhaupt nicht an und blockiert das gesamte System. Mein Gemecker gegenüber dem A590 scheint also erstmal zumindest nachvollziehbar zu sein. Aber jetzt relativieren wir mal. Die Alpha Power Plus erschien 1993, also 4 Jahre nach dem A590 und quasi am Ende der Amiga-Ära. Zweifelsohne wurden zu diesem Zeitpunkt ganz andere Ansprüche gestellt als noch 4 Jahre zuvor. 1989 waren 2 MB Fastram im Amiga 500 absolut ausreichend, zumal man nicht vergessen darf, dass man so noch 6 MB auf dem Bus frei hatte für andere Erweiterungen. Und mal Hand aufs Herz, welche Amiga 500 Anwendung hat es 1989 wirklich gegeben, die 2 MB Fastram gefordert hätte? Also mir fällt da spontan gar keine ein. Betreibt man seinen Amiga 500 also zeitgenössisch, so gehen die 2 MB absolut in Ordnung. Thema Festplattencontroller. Im A590 finden wir einen 50-poligen SCSI-Anschluss. Ruhigen Gewissens kann ich diesen zwar heute nicht mehr empfehlen, angesichts der immer älter werdenden Festplatten, aber es gibt ja sowas hier. SCSI auf Flash-Speicherkonverter, hier ein SCSI to SD Version 5. Damit kann man eine MicroSD-Speicherkarte als SCSI-Festplatte einsetzen. Und das Ganze ist gar nicht mal so langsam, im Rahmen des A500 natürlich. Der A590 hat nämlich DMA an seinem SCSI-Controller und damit schafft es dieses Gespann auf ein absolut respektables Megabyte pro Sekunde, laut unserem SysInfo-Schätzeisen. Die Alpha mit ihrem IDE muss hier mit knapp über 600 Kilobyte pro Sekunde deutlich zurückstecken. Mit der SD-Karte haben wir nun auch das Problem mit dem Datenaustausch gelöst. Achso, und wenn's interessiert, mit der ollen geschissenen XT-Festplatte gibt's ganze 170 Kilobyte pro Sekunde. Und wenn wir schon so unterwegs sind, kommt gleich die nächste Relativierung. Der SCSI 2SD-Adapter braucht keine 12 Volt und damit können wir uns von der externen Spannungsversorgung verabschieden. Allerdings brauchen wir hierfür nun einen kleinen Hack, denn einfach nur weglassen ist nicht. Auf diesem Pin hier haben wir plus 5 Volt. Und hier befindet sich der PowerSense. Diese beiden muss man einfach nur zusammenbringen und schon startet der A590 zeitgleich mit dem Amiga. Bitte knallt hier aber nicht einfach eine Drahtbrücke rein, sondern baut mindestens eine kleine Sicherung dazwischen. Sicher ist sicher. Dieses Foto hier ist übrigens veraltet und zeigt eine 1 Ampere Sicherung. Mittlerweile ist eine 500 mAh Sicherung drin, das reicht auch. Super elegant ist freilich die Lösung mit einem passenden Gegenstecker. So hat man stets die Möglichkeit, wieder auf den Betrieb mit externem Netzteil umzustellen. Mal ganz von diesen Vorteilen abgesehen, wird die A590 natürlich auch deutlich leichter, ohne die alten Trümmerteil-Festplatten. Null Geräuschemission erklärt sich ja von selbst, denn der interne Lüfter kann nun auch entfallen. Und nun noch zur Kompatibilität. Eigentlich eine ganz einfache und logische Angelegenheit. Der A590 ist der erste Plattencontroller für den Amiga 500 und er ist auch noch von Commodore. Damit ist das Ding quasi der Standard, an dem sich alle anderen Erweiterungshersteller orientieren. Ich selbst habe dies lange Zeit mit meinem Alpha ignorieren können, denn auch diese Erweiterung ist ziemlich kompatibel. Jedoch, es gibt Ausnahmen. Erst als ich anfing, mit dem KCS Power PC Board zu spielen, einem PC XT Board für den Trapdoor des Amiga 500, bekam ich mit, was Kompatibilität an dieser Stelle ausmachen kann.
Nutzt man nämlich nicht die neueste Version 4.5.1 der KCS-Software, so kann man nämlich den Alpha als Plattencontroller für eine PC-Festplatte gerade mal vergessen. Na, auf keinen Fall möchte ich jetzt sagen, dass der A590 generell besser sei als der Alpha. Mir hat es einfach nur gestunken, dass ich damals dieses Teilchen so vertrimmt habe. Schlichtweg. Aus Unwissenheit. Und es geht noch was mit der A590-Erweiterung. Dabei könnte man schon absolut zufrieden sein, wenn man einen einfachen Amiga 500 mit Kickstart 1.3 ohne Turbokarte betreibt. Was absolut Sinn macht, ist ein ROM-Upgrade auf mindestens Version 7. Damit unterstützt der A590 nämlich größere Festplatten als 500 MB. Es gehen dann bis zu 9 GB. Wer noch mehr herauslutschen will, baut sich einen SCSI-Chip Typ AM33C93A16 ein und rüstet den D-Mac von 01 auf 02 um. Dann vielleicht noch ein Guru-ROM drauf, welches die Zusammenarbeit mit eventuell auf Turbokarten vorhandenem 32-Bit FastRAM spürbar verbessert und ganz Abenteuerlustige können so ausgerüstet den sogenannten 14 MHz Hack realisieren, welcher sich genauso auf dem A590 verhält wie auf dem großen Bruder, dem A2091 für den Amiga 2000. Allerdings ist der Aufwand hierfür beim A590 ungleich höher. Doch davon lasse ich die Finger. Sollte einem dann in diesen Gefilden der SCSI 2SD Version 5 zu langsam werden, gibt es auch noch eine schnellere Version 6 oder ganz andere Konverter. Dies rundet den letzten Pluspunkt der A590 ab, die Modernisierbarkeit. Einen habe ich noch als Rausschmeißer. Kennt ihr diese Teile hier? Das sind 286er Karten für den 68.000er Prozessorsockel von der Firma Vortex und sie nennen sich At-Once und At-Once Plus. Diese Dinge kommen mit einem Zwischensockel mit eingelötetem Widerstand für den Gary-Chip daher. Ohne diesen Sockel funktionieren diese Karten nicht. Angeblich. Nur dummerweise funktioniert der A590 in Kombination mit diesem Zwischensockel ebenfalls nicht. Ich habe daher einfach mal ganz rotzfresh den Zwischensockel weggelassen und siehe da, A590 funktioniert und At-Once funktioniert auch. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Randnotiz. Wer will schon einen blöden 286er im A500 haben? So, das wär's erstmal. Ich hoffe, mein A590 ist mir jetzt nach dieser Klarstellungsfolge nicht mehr böse und versieht noch lange seinen Dienst. Es ist schon erstaunlich, dass man im Laufe der Zeit und mit sich ändernden Projekten manche Dinge aus ganz anderen Blickwinkeln sehen kann und stellenweise dies sogar muss. Wenn ihr also demnächst irgendwo einen umherirrenden A590 sehen solltet, dann überlegt vielleicht einmal, ob ihr ihm nicht bei euch ein neues Zuhause geben möchtet. Ob nun Kick 1213 bis rauf zu 3.1, das ist völlig wurscht, das Ding funktioniert an allem. Besten Dank mal wieder an den Blind German, der mich mit ein paar Zusatzinfos zum A590 ausgestattet hat. Und die letzte davon für heute soll sein: Die Platine des A590 ist nach einem Song der New Wave Band The B-52s benannt, nämlich Party Mix. Ja, eins derweil. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Scheiße, da war noch eine Diskette drin. Brrr. Jetzt hol es! Na. Ah.